Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Wir wollten uns ja hier umgucken, beziehungsweise nochmal, ob wir hier irgendwas übersehen haben. So viel wollte ich gar nicht hier eigentlich, ja, was heißt eigentlich nicht? Da zeigt er darin oder zeigt er nicht darin? Irgendwo hatte ich hier was gesehen gehabt, ne? Nochmal hier. Ne. Irgendwo gab es hier noch eine Tasche oder so. Links oder rechts? Muss hier hinten eigentlich sein, ne? Kann das? Hä? Wir haben da irgendwas gesehen, ja, von unten, ne? Hä? Wie oft knacks? Oder was? Oder war das ganz weit hinten? Wir haben doch hier letzte Folge irgendwas gesehen auf so eine Glasscheibe. Und eigentlich, das wollte ich haben. Aber wo ist das? Das hier? Das haben wir bestimmt. Nee, unberührt. Ich wollte schon sagen. Geil. Naja, dann habe ich das ja wenigstens gekriegt, ey. So. Gut. Die Frage ist natürlich. Aua. Wenn wir jetzt hier so sind schon mal. Wollte ja eigentlich mal ganz nach oben rauf. Aber ich glaube, so ganz nach oben von hier aus kommen wir gar nicht, ne? Ne, wir sind hier letztes Mal drin. Und dann weiß ich auch nicht mehr, ne? Hier ist noch so ein Licht. Hier rüber. Wir wollten ja ganz nach oben. Hier. Was war denn das für ein Sound, ey? Voll unheimlich. Voll unheimlicher Sound. Voll widerlich der Sound, ey. So ein bisschen Schiss hab ich ja schon, ne? Ach du Scheiße. Ja, das ist immer dieses Gewitter. Bevor es denn richtig anfängt, ne? Mit dem ganzen Scheiß. Oh, unberührt. Ich weiß nicht, ist da jetzt ein neues Monster? Irgendwo? Oder nicht? Boah, wieder erschreckt mich, ne? Ich habe ja nicht so viel Bock, ne? Sie hier noch 10.000 Mal erschrocken zu werden oder so. Weil ich bin nämlich hier wirklich so ein kleiner Schisser und ich kriege nämlich sehr schnell Angst. Also draußen ist irgendeiner. Eigentlich, ne, ich habe ja nichts zu essen bei. Ich bin mal gespannt, was kommt, ehrlich gesagt. Ah, ich bin ja die ganze Zeit hier ohne Dings. Naja, gut. Man kann nur dieses Gesicht denn nicht sehen, ist ja jetzt nicht ganz so wichtig, ne? Geht's ja auch nicht gleich los, ne? Ich weiß auch nicht, ob ich überall schon war. Also hier, da hatten wir ja schon mal was abgeräumt.
Ah, wenn die Kette verblutet, wäre das richtig mies. Ich hab aber auch nichts, um mich hier irgendwas zu machen. Ah doch, da. Ah, jetzt kann ich es nicht mehr verwenden. Oh, wenn jetzt noch so ein Vieh kommt, wa? Ey, Jungs, Mädels, ey. Ich hab 8 Leben. Ist natürlich richtig geil für die... für in 2 Stunden die Scheiße, die da ansteht, ey. Oh, ich hab ja schon Bock, ey. Alter, was ist denn hier los? Was ist das für eine Pummelparty hier? Oh, da kommen mal mehrere jetzt. Ja. Ja, kommt mal alle runter. Könnt ihr euch bitte anstellen? Alter Schwede. Ich hab gar nichts, was ich irgendwie... Ne. Ah, wer kam denn da von der Seite? Ist der wieder aufgestanden, ey? Ich hab mir voll eingeschissen. Ich hab mich 3-mal eingeschissen. Pressen die mich auf? Warum sind da so viele oben? Verdammt! Ich hab meine Waffe da oben. erstmal zu. So, wir bereiten uns vor. Warum waren da so viele? Oh, ich hab ja so ein bisschen eingekotet, ey. Ach, wir haben ja noch nicht mal eine normale Waffe, fällt mir gerade ein. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh. Doch, hier, den hier haben wir noch. Den können wir noch verwenden. Sonst so? Naja. Ja, die holen wir ja wieder. Ist ja jetzt nicht so, dass wir nichts wiederholen. Ich guck mal kurz so Waffen, was wir überhaupt alle so bauen können. Katze? Kannst du bitte hier hinten hingehen? Vielleicht können wir ja auch ein paar Granaten... Nee, Granaten können wir nicht. Das sehe ich jetzt schon, ne? Automatische Schrotflinte. Was können wir denn alles machen? Aber hier so ein bisschen irgendwie High-Grafik-Fehler. Ist das hier seit den Dings dann so neu? Klebeband, Schießpulver, Pflanzenfarbe. Klebeband ist aber ganz schön teuer, wenn ich das so mache, ne? Was haben wir denn noch hier so? Handwickel? Mäuschen. Bist du ruhig? Hier, Öl, Benzinkanister. Ich würde ja gerne ein paar Molotow machen, ne? Wie viel Schaden machst du denn eigentlich? Molotow? Steht gar nicht. Was denn? Schnauz mich nicht an. Dynamitstange. Schon interessant. Pflanzenfaser, Klebeband. Aber ich glaube, so viel Klebeband habe ich gar nicht. 11 Stück. So, aber wir haben Kleber. Schau mal, hier haben wir Kleber. Und ich glaube, wir brauchen Stoff, ne? Kann es sein, dass wir jetzt ein Klebeband machen können? Wo ist das hier? Klebeband, hier. 13 Stück. Ach komm, lass das mal bauen. Einfach mal so. So, Schießpulver. Was war noch? Wir haben ja auch noch Schießpulver, wa? So viel Schießpulver haben wir gar nicht. Ich würde es einfach mal ausprobieren, ne? Bitte straf mir jetzt nicht. So, Dynamit. Wie können wir denn machen? 10 Stück? Weil dann ist Schießpulver over. Ja, wir machen mal nur 5. Ich hätte ja gerne eigentlich eine doppelseitige Schrotflinte, ne? Das Problem ist nur, bei der doppelseitigen Schrotflinte kriegen wir nicht, weil wegen... Ist nicht. Warum hakt denn das hier alles eigentlich? Ist da schon wieder direkt drauf, oder was? Ey, ist das doch nicht, wa? So, und dann haben wir... Da. Geht ja gleich los, wa? Bisschen Zeit ist noch.
echt gespannt, wie das Klee abgeht, ne? Wir können ja von der Seite aus nichts machen, ne? Also wir könnten hier... Schau mal hier. Betonmischung. Ja, das wollten wir ja noch fertig machen, ne? So ein bisschen zumindest. Ja, haben wir auch nochmal. Richtig geile Betonmische. Da geht gleich nach oben, macht das da oben fertig und dann... Schauen wir mal. Und wir kriegen ja jetzt immer Minus, ne? Kriegen wir Minus, solange wir das machen, oder müssen wir das wegarbeiten einfach nur? Den ganzen Balken wegarbeiten? Wahrscheinlich würde das so sein, ne? So, haben wir jetzt alles hergestellt? Ja. Also 5 Dynamit haben wir. Ich gehe mal hier nach oben. Ja, die werden hier versuchen, schnell reinzukommen, ne? Kann ich nicht Betondinger herstellen eigentlich? Ist ja noch aktiv hier. Betonform. Wie brauchen wir denn? 3, 4 Stück? Machen wir 10 Stück. Oh, das wird aber lange dauern, bis der weg ist. Bisschen Zeit haben wir ja. Oh, ich bin voll aufgeregt, wa? Bin mal gespannt, wie viel kommen. Und ob die sich hier alle wegstapeln, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Blödsinn ist, was ich hier generell mache, aber... Ich hoffe natürlich nicht. Ich hoffe, das ist jetzt eine ganz gaudi Sache, die ich so irgendwie baue. Und dass wir hier echt gut geschützt sind. Und wenn nicht, dann sterben wir halt. Mehr als Erfahrung können wir ja auch nicht kriegen. Munkelt man zumindest. Also 7 Tage gehen echt schnell vorbei, ne? Weiß nicht, immer nach 7 Tagen fühle ich mich so, ob habe ich nichts erreicht, ey. Auch so Schießpulver haben wir. Können wir das irgendwie herstellen, Schießpulver? Schieß. Ne. Einen Stapel können wir machen. Bringt uns aber auch nichts. Ganz wegbauen, ist das mein Minusstreifen und dann geht es erst wieder richtig los, ne? Ich glaube, so wartet. Es geht los. Da. Also jetzt ist schon ein paar sterben schon, ne? Naja, lauft mal alle da richtig rin, ne? Macht da mal euer Eierdings. Dafür habe ich die auch gebaut, ne? Soll richtig wehtun, ne? Bisher gefällt es mir, ne? Was die hier so machen.
Ja, bis er René beschossen, ne? Verbrauche ich Ausdauer beim Dings, ey? Na, richtig viele sind, schmeiße ich mal Dynamit runter, ne? Ich kauf das bloß, dass ich mir meine eigene Hütte nicht kaputt mache. Ja, Mäuschen, wa? Wollt ihr noch weitergehen, oder? Das war doch jetzt nicht. Moin. Naja, wo seid ihr denn alle? Ach, da! Bei meinem Gemüsebeete. Was macht denn ihr da auf einmal? Ah, ich habe ein Reparaturkit, ne. Ach, ein Eisenrohr brauche ich da noch. Ja, das konnte man ja jetzt nie ahnen, ne. So, ich bin wieder up to date. Alter! Okay. Alter Schwede. Ja, find's ja lustig, ne? Alter Schwede. Ey Leute, ich hab mir da ein bisschen was kaputt gemacht. Also wir wissen auf jeden Fall, dass mit Dynamit spielen, also ich hätte ja, ja gut, ne? Aber ich hätte ja auch nie gedacht, dass das alles so dermaßen kaputt geht, ne? Das Schlimmste ist natürlich, dass ich irgendwann keine Munition mehr habe. Mal ein bisschen genauer zielen mal, ne?
Also solange die noch nicht runter wollen, ne? Jetzt kommen die ohne und fliegen hier über mir, ne? Das Problem ist wirklich, wenn ich jetzt runtergehe, dann ist eh für den Arsch. Oh Mann, ey. Das sind zu viele, ey, wa? Zu viel Munition eigentlich. Warte, ich vielleicht nochmal. Ach. Ha! Gewinner! Viel Schaden gemacht, aber... Alter Schwede, ey. Alter Falter, haben wir hier... Ganz schön Rinnibums, ey. Wer hat denn das hier halt kaputt gemacht, ne? Wir untergraben ja unser... Fast noch alles hier. Ah, gib mal, hier haben wir ein bisschen Geld. Tuna. Wer hat das alles hier, Alter? Kann man das denn so kaputt machen, Sioni, ey? Alter Falter, ey. Aber war lustig. Auf jeden Fall. Hunter, kennen wir noch nicht. Benutzen wir. Yeah. Und hier haben wir noch einen richtig geilen, weiß ich nicht was. Ja, aber warum eigentlich grabe ich mir denn ein Loch rein, wenn ich auch das halt wegspringen kann? Guck mal, da ist richtig unter dem Haus. Da fehlt was. Da fehlt die Erde. Ja, das macht jetzt ja keinen Sinn. Aber war lustig, ne? Der dritte Blutmond. Auf jeden Fall. Haben wir auf jeden Fall wieder was gelernt, ne? Besonders auch, was das heißt, die Abwehr zu machen. So, ihr Lieben, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und beim Wiederaufbau. Aber erstmal holen wir unser Krempel aus dem Krankenhaus. Aber das natürlich in der nächsten Folge, ne? Bis dann. Ciao, ciao.